Willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei dieser Einführungsmatinee zu unserer Neuproduktion von Wagners Meistersingern. So wie immer sind die mitwirkenden Künstler alle für Sie da, werden sich auch hören lassen, es ist viel Musik geplant und wir haben eben einen Spezialgast, das ist Friedrich Nietzsche. Also Wagners glühendster Verfechter zunächst und dann sein brutalster, wortmächtigster Kritiker. Das ist ein Kopf und er spielt in dieser Produktion eine Rolle. Welche Rolle, darüber wird zu sprechen sein. Ich habe ihn nur mit rausgenommen als Vorwand, um ihn möglichst oft zitieren zu können. Denn die besten und bösartigsten Sätze oft über Wagner, die kommen nun mal von Friedrich Nietzsche. Zum Beispiel aus der Fall Wagner. Es ist nicht die Musik, mit der Wagner sich die Jünglinge erobert hat. Es ist die Idee, er setzt das in Anführungszeichen. Es ist das Rätselreiche seiner Kunst, ihr Versteckspielen unter 100 Symbolen, ihre Polychromie des Ideals, was diese Jünglinge zu Wagner lockt. Es ist Wagners Genie der Wolkenbildung, sein Greifen, Schweifen, Streifen durch die Lüfte, sein Überall und Nirgendwo. Also schauen wir mal, ob sich heute nicht einiges enträtseln ließe. Das Angebot ist reichhaltig, also die Matinee könnte deswegen auch ein bisschen länger dauern, als Sie es gewohnt sind. Das Werk selbst ist in diesem Saal seit 10 Jahren nicht mehr erklungen, gar nicht mehr. Das ist ja doch an einem so wichtigen Wagnerhaus wie dem unseren in sich erstaunlich. Neu erarbeitet, also auch neu inszeniert, wurde es zum letzten Mal 1975. Und die Regie damals hatte ein gewisser Otto Schenk. Ich habe mir mal die Kritiken ausheben lassen, die Kronenzeitung. Eine Orgie des rüppeligen Regietheaters. Im Kurier Karl Löbel, Gott hab ihn selig, naturgetreu reproduzierte Schauplätze. Dennoch, der Regisseur wurde ausgebuht. Aber, so Löbel etwas resignierend, das lautstarke Buh ertönt heutzutage in jedem Opernhaus nach jeder Premiere. Denn irgendwer ist immer gegen irgendwas. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Franz Händler in der Presse, mit dem Blöken von Kälbern zu verwechseln, das Buhgeschrei. Die Süddeutsche Zeitung ortete daher durchaus Zustimmung am Ende, vor allem für die Sänger, aber Zitat, Zustimmung, gegen die nicht einmal die leidige Wiener Anti-Schenk-Klick etwas auszurichten vermochte. Also man könnte glauben, der Otto Schenk war damals sowas wie Calixto Pietro. Und schließlich Volksblatt, das meinte sogar frenetischen Jubel gehört zu haben, man war sich nicht einmal einig. Zitat, also Jubel, Zitat, zu dem der Stehplatz als Kontrapunkt sein obligates Buhgeschrei lieferte. Opernherz, was begehrst du noch mehr? Das sind so Sätze, man hört förmlich den Donauwalzer, wie nach der Landung in einem Flugzeug der Austrian Airlines. Also die Meistersinger machen wir neu. Das ist ja nicht nur eines der monumentalsten Werke der gesamten Literatur, sondern, so glaube ich, so glauben wir, ein Ausnahmewerk innerhalb Wagners Schaffen. Erstens ist es vordergründig kein Welterlösungsdrama, es ist kein großes Mythenkino, sondern es geht um historische, ganz konkrete, historisch bestimmbare Menschen. Aber auch die Musik ist sofort erkennbar eine andere als sonst bei Wagner, dazu gleich noch viel, viel mehr. Und dann ist es auch noch eine Komödie. Das ist ja nicht unbedingt das Erste, was den meisten zu Wagner einfällt. Wozu geht's also? Worum geht es also in den Meistersingern? Was ist das eigentliche Thema? Was ist die sogenannte Handlung? Sie wissen ja, das ist so eine Sache mit den Opern und den Handlungen, dem Realismus, den historischen Schauplätzen. Es ist aber auch eine schwierige Frage immer für uns in diesen Matineen, denn die sollen ja auch für Neulinge funktionieren. Das Ganze wird ja aufgenommen und wandert anschließend ins Internet und wird von vielen Menschen gesehen, die heute gar nicht da sind. Aber wir wollen auch die Kenner unter Ihnen nicht langweilen. Und da wollte ich Ihnen einfach eine Frage stellen, bitte das Haus kurz hell. Wenn Sie einfach den Arm heben würden, es würde mir wirklich sehr helfen, wer von Ihnen hat die Meistersinger schon mal gesehen? Nicht unbedingt hier. So, warten Sie. Naja, also ich versuche mehrere Varianten. Ja? Also eine eher buchstäbliche Erzählung, die würde ungefähr so gehen müssen. Wir sind im Nürnberg der Reformationszeit, also von vor 500 Jahren. Und in dem Städtchen spielt die Kunst, vor allem die Musik, eine erstaunliche Rolle. Führende Bürger der Stadt, alle Meister in ihren jeweiligen Berufen, sind auch noch zusammengeschlossen in einer Zunft als Meistersinger. Und dort frönen sie nach strengen Regeln der Muse. Und in dieser bürgerlich wohlgeordneten Welt ist es Hochsommer und alle drehen durch.
Der Goldschmied Veit Bogner zum Beispiel, der gibt die Tochter, die Hand seiner Tochter jenem, der bei einem Wettsingen am Johannistag gewinnt. Das heißt, es kann natürlich nur ein Meistersinger zu sowas antreten. Das schöne Evchen hingegen hat sich längst entschieden, die will den verarmten Ritter Walter von Stolzing. Der wiederum ist kein Meistersinger und bei einem Probesingen, um sich sozusagen zu qualifizieren, wird er abgelehnt oder wie das bei Wagner heißt, er versinkt. Dabei wird er vor allem beurteilt von einem gewissen Beckmesser, der selber Eva haben möchte. Und dann gibt es auch noch Hans Sachs, Schuster, Meistersinger, reiferer Witwer, selber ein Verehrer der Eva, wenn auch ein Entsagender. Und der hält den Stolzing für sowas wie ein neues Genie, wie die Zukunft der Kunst und weiß schlau, das Ganze in Ordnung zu bringen. Auf dem Weg dorthin gibt es eine unfassbare Prügelei der friedliebenden Bürgerinnen und Bürger. Und, aber zum Schluss, auf der Festwiese bei diesen Wetzingen, kann ein ordnungsgemäßes Happy End herbeigeführt werden. Das ist die Geschichte, wenn Sie so wollen. Hat das Wagner wirklich so interessiert, dass er diese 4,5 Stunden daraus macht? Das Ganze geht auch sehr minimalistisch von Nietzsche. Das ist ein wunderbares Zitat aus der Fall Wagner. Irgendwer will bei Wagner immer erlöst sein. Schöne Mädchen wollen am liebsten durch einen Ritter erlöst werden, der Wagnerianer ist. Das ist der Fall in den Meistersingern. Ich glaube, man kann und vielleicht muss man das Ganze auch ganz anders erzählen. Der junge Wagner hat nach der Künstlertragödie des Tannhäuser eine Künstlerkomödie geplant. Es ging ihm damals, das ist bezeugt, um eine Abrechnung mit den Kritikern, um eine Abrechnung mit dem Kulturbetrieb seiner Zeit, den hat er verachtet. Er hielt ihn für so ein Amüsement für Schwache und Gelangweilte. Und er wollte auch ein flammendes Loblied der Kunst singen. Dann hat er das Ganze einmal liegen gelassen. Und als er zurückkommt und das Werk weiterschreibt, 10 Jahre später, dann ist ihm zugestoßen das große intellektuelle Erlebnis seines Lebens, ist die Philosophie von Arthur Schopenhauer. Und wie so viele Spätwerke werden auch die Meistersinger ein Gefäß für allerlei Schopenhauer-Erleuchtungen. Und da sieht das Ganze dann ein bisschen anders aus. Nürnberg steht einfach für die Welt. Und die Welt ist eine Welt des Wahns. Es gibt den großen Wahnmonolog des Hans Sachs im dritten Akt. Was heißt das? Ja, es bildet ab den Kampf aller gegen alle, den unendlichen Kreislauf der Wünsche, der Befriedigungen, der neuen Wünsche. Es ist zum Teil wörtlich aus Schopenhauer entnommen, im Libretto von Wagner, und eben das Leiden daran. Sogar die Liebe ist Wahn und auch sie daher Qual. Zitat, Mann, Weib, Gesell und Kind fällt sich an, wie toll und blind. Und der Hans Sachs sitzt da wie so eine Mischung aus Wagner und Schopenhauer, ein pessimistischer Philosoph, und sinniert über das Ganze. Und die von ihm gelenkte Handlung, die könnte man nennen, so etwas wie eine Untersuchung darüber, wie man in einer Welt des Wahns überhaupt richtig leben kann. Welche Rolle dabei der Staat, die Institutionen spielen. Wagner projiziert da seine Ideen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Demokratie zurück ins 16. Jahrhundert. Und welche Rolle die Kunst dabei spielen kann. Vielleicht die Flucht in die Kunst. Schopenhauer sagt ja, das Erlebnis der Kunst besteht darin, wir hören für einen Moment zu leiden auf, weil wir in der willenlosen Kontemplation des Kunstwerks gefangen sind. Und so endet das Ganze dann auf der Festwiese in der Feier einer utopischen Vorstellung, eines Gemeinwesens auf der Basis der Kunst. Unterwegs gibt es noch einigen derben Antisemitismus und eine Verherrlichung des Deutschtums, deren genaue Bedeutung und Konsequenzen bis heute umstritten sind. Darüber sprechen wir. So weit, so interessant, aber das Ganze ist ja kein Seminar, sondern ein Werk der Kunst. Also wie holt man aus diesem bei Wagner immer prall gefüllten Theoriekoffer, auch darüber hat er sich lustig gemacht, ein Kunstwerk, eine Oper. Und wie macht man aus dieser Oper dann ein Werk der Bühnenkunst? Darüber wollen wir heute reden. Und wir fangen jetzt mit der Musik an und haben da wirklich was ganz Besonderes für Sie. Ich habe vorhin schon gesagt, die Meistersinger, der Stil der Meistersinger ist vollkommen erkennbar ein anderer als der aller anderen Wagner-Opern. Der Tonfall ist ein hellerer, wenn Sie so wollen, ein klarerer, ein eindeutigerer. In der Analyse nennen das Musiker zum Beispiel auch diatonisch. Gleichzeitig gibt es aber auch den Tristan-Stil, wenn Sie so wollen.
Also das Ausreizen aller harmonischen Möglichkeiten, das ständige Arbeiten mit dem gesamten verfügbaren Tonmaterial. Also eine starke Verwendung dessen, was Musiker auch chromatisch nennen. Und diese Sprache ist vielleicht sogar ganz bestimmten Momenten, psychologischen Momenten zugewiesen. Und dann wieder kommen Stellen, die ganz bewusst an Bach oder an Händel erinnern sollen. So, und all das werden Ihnen jetzt am Klavier mit vielen Beispielen der Dirigent unserer Produktion, Philipp Jordan, und der Pianist des heutigen Vormittags, Jendrik Springer, beleuchten. Ich freue mich sehr, Sie heute mit meinem wunderbaren Assistenten Jendrik Springer begrüßen zu dürfen und ein paar Worte zu Meistersinger zu sagen. Meistersinger von Nürnberg zusammen mit Tristan und Isolde, wahrscheinlich die beiden zentralsten Werke von Wagner. Mitten im Ring geschrieben, Sie wissen wahrscheinlich, der zweite Akt Siegfried wurde unterbrochen. Also das Großprojekt Ring, sowieso von Wagner, für die anderen zwei Großprojekte Tristan und Meistersinger, wo eigentlich Wagner am persönlichsten wird. Und eigentlich gehören diese beiden Stücke durch ihre Gegensätzlichkeit zusammen. Also zwei Seiten einer Medaille, die könnten nicht unterschiedlicher sein und trotzdem gehören sie zusammen. Nicht zuletzt deswegen zitiert Wagner den Tristan-Akkord auch in den Meistersingern. Wir haben das Tagstück Meistersinger, das Nachtstück Tristan, die Kontrapunktik beim Meistersinger, Harmonik bei Tristan, Komödie, Tragödie, keine Tote, viele Tote. Und natürlich ist das wirklich Offensichtlichste ist natürlich die Harmonik, ja, die Chromatik bei Tristan. Ich glaube, dass wir können am besten ein Beispiel aus dem Tristan-Vorspiel nochmal geben für die Chromatik. Danke, Hendrik. Modulieren, ständige Chromatik und wie anders doch der Beginn der Meistersinger-Ouvertüre oder des Meistersinger-Vorspiels, klares C-Dur, klare Diatonik. Unterschiedlicher könnte es nicht sein und doch fast zur gleichen Zeit geschrieben. Unwahrscheinlich. Wagner ist sowohl in Tristan als auch in Meistersinger am persönlichsten, sagte ich schon. Er ist wahrhaft bei sich und zwar als Mensch und als Künstler. Und hier geht es wirklich um das Kunstwerk. Und eigentlich, was neben einer Komödie, die sie ist, ja, Wagner kann durchaus komisch sein, das sehen wir schon im Rheingold oder in Siegfried, ist es auch vielleicht die größte deutsche Komödie überhaupt geschrieben. Ich finde sogar den Text sehr gut. Man könnte den Text sogar ohne die Musik aufführen. Das würde auch wunderbar gehen. Es ist ein wunderbar poetischer Text. Es geht hier wirklich um das Kunstwerk und wie es sich ausdrückt. Und da geht es wirklich sozusagen um Form und Inhalt. Ja, Inhalt ist wichtig, aber es braucht die Form. Ja, Inhalt, Stolzing, wenn er singt, aber keine Form hat, es funktioniert nicht. Nur Form, siehe Beckmesser, funktioniert auch nicht. Es braucht die Befruchtung beider Teile, ja, das Männliche und das Weibliche. Und da gibt es natürlich verschiedene Arten, wie Wagner das musikalisch ausdrücken möchte. Zuerst möchte ich zu ein paar musikalischen Punkte ansprechen, dass die Quarten sehr wichtig sind. Kannst du nochmal den ersten Takt der Ouvertüre vorspielen, diese Quarte, ja, diese bam, bam,
Ja, das ist eigentlich überall drin in den Meistersingern. Zum Beispiel in der Harfe vom Beckmesser, wo die Quarten gespielt werden. Genau, diese Quarten werden sehr, sehr wichtig auch für die späteren Komponisten, nicht zuletzt bei Schönberg, der dann die benutzt, zum Beispiel in seiner Kammersymphonie. Aber hören wir auch in der Prügelfuge, gibt es eine Quartschichtung mit den Chören, die durchaus schon in die Moderne gehen, obwohl sie eigentlich ein sehr diatonisches Werk ist. Durchaus neue Möglichkeiten, auch klanglich. Auch gibt es zum Beispiel diesen Dominant-Sept-Non-Akkord. Ich will, keine Angst, ich will hier nicht zu theoretisch werden, aber es ist trotzdem interessant zu hören. Wie klingt ein normaler Dominant-Sept-Akkord? Ja, es ist einfach. Genau. Wenn er denen jetzt die Non dazu gibt, gibt es eine unglaubliche Überhöhung. Das hat er schon zum Beispiel im Rheingold, wenn die Rheintöchter Rheingold singen. Ja. Das öffnet unglaublich den Raum harmonisch und dann nicht zuletzt natürlich auch am Ende der Ouvertüre von Meistersingern, wo er natürlich das wirklich übereinander schichtet. Genau, und das kommt eigentlich überall vor, auch zum Beispiel Beginn des zweiten Aktes hat man auch plötzlich diesen Akkord. Vielen Dank, genau. Und das sieht man sozusagen überall. Also gewisse fortschrittliche Sachen sieht man durchaus in Meistersingern, aber natürlich ist sehr, sehr wichtig, ist Johann Sebastian Bach für Wagner. Ja. Er kommt aus Leipzig und hat seinen Bach sehr gut gekannt. Ich wette, er hat diese ganzen Passionen durch und durch gehört. Nicht zuletzt beginnt natürlich die Oper auch mit einem Choral. Dazu dir der Heiland kam. Sehr verwandt natürlich schon mit dem Motiv der Ouvertüre. Auch wieder eine Quarte zu Beginn. Genau. Dann natürlich besonders wichtig ist natürlich das Vorspiel zum dritten Akt. Da ist er ganz nah bei Bach, wenn sozusagen eine Art Fuge kommt. Es beginnt mit den Celli sehr, sehr nachdenklich, das Warnmotiv. Dieses Warnmotiv kommt schon versteckt im zweiten Akt beim Schusterlied. Aber hier wird es plötzlich sehr hervorgehoben. Jetzt kommt eine neue Fortspinnung. Könnte Kunst der Fuge sein. Jetzt übernehmen die Bratschen. Und es entsteht ein wunderbares Fugato, die ganze Situation des Warnmonologs vorbereitet. Um dann wieder in einen Choral zu münden, den berühmten Wach-auf-Choral. Wieder eine Quarte. Wach auf. Genau, und dieser Choral wird, wie Sie ja wissen, im dritten Akt auf der Festwiese groß angestimmt vom ganzen Chor, ist nicht zuletzt auch Original Hans Sachs Text. Ja. Das ist nicht von Wagner, sondern wirklich der Original Hans Sachs, der die Wittenbergsche Nachtigall sozusagen ankündigt, also Martin Luther nicht zuletzt. Natürlich ist auch Kontrapunkt auch wieder in der Prügelfuge präsent, also wieder Bach. Also das erinnert wieder an die ganzen Turba-Chöre der Passionen. Denken Sie an Lass ihn kreuzigen und so weiter. Vielleicht kannst du da ein Beispiel sagen, wie das. Könnte aus der Johannespassion sein, also genau dasselbe. Aber ich glaube, das wirklich Spannendste ist zu beobachten, ist die Barform,
das ist die Form der Meistersinger, wie sie sie verwendet haben damals. Das ist diese Form A, A, B, Stollen, Stollen und Abgesang. Wir geben ein paar Beispiele, weil das ist nicht nur in Meistersingern sehr wichtig, sondern grundsätzlich für Wagner eine sehr, sehr persönliche Form. Wir fangen mal ganz konventionell an mit Beckmesser, mit seinem Lied. Der erste Stollen beginnt so. Dann kommt der zweite Stollen, dasselbe oder mehr oder weniger dasselbe, gerne Mann und Frau. Und dann kommt, wie Sachs sagt, der Abgesang, das Kind. Genau, das ist natürlich Beckmesser. Jetzt hören wir uns an, was Stolzing damit macht. Auch eine Barform, Hans Sachs hilft ihm dabei. Der erste Stollen. Und so weiter. Dann kommt der zweite Stollen, mehr oder weniger ähnlich. Genau. Ein bisschen anders geht's weiter, um dann natürlich zum Abgesang zu finden. Bitte. Und das verwendet Wagner sehr, sehr oft, auch im Ring zum Beispiel. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Wotans Abschied. Er fängt mit einem Stollen an, der augenleuchtendes Paar. Dann kommt der zweite Stollen, der augenstrahlendes Paar. Und jetzt natürlich, wie immer bei Wagner, der Abgesang. Zum letzten Mal letzt es mich heut. Kennen Sie, ja. Ist also sozusagen für Wagner zentral und das verwendet er sehr, sehr oft. Eine Sache, die mir sehr wichtig ist, noch mitzuteilen, ist, ich glaube, neben dieser vielen schönen Musik ist für mich das Quintett das bedeutendste Stück des Werkes im dritten Akt. Und zwar aus folgendem Grund, nicht nur, weil es neben dem Quartett aus Fidelio etwas vom Schönsten ist, was geschrieben wurde, sondern weil Eva es anstimmt. Und das ist ganz interessant. Eva ist eigentlich der Preis für den Gesangswettbewerb. Aber viel spannender ist, dass Eva eigentlich die eigentliche Meisterin ist. Also Stolzing findet in Eva die eigentliche Partnerin, auch künstlerisch. Und das merkt man im dritten Akt erst. Eva kommt zuerst zu Sachs in die Stube mit einem Verlegenheitsmotiv. Ganz verlegen, Meister, bitte, Henrike. Meister, es ist nicht so gefährlich. Wo drückt mich der Schuh? Was macht sie jetzt mit diesem Motiv? Was macht das große Kunstwerk aus? Es geht um Transzendenz, es geht um Sublimation, aus Alltagsmomenten etwas Großes zu schaffen. Wagner sagte selbst, er musste immer um Inspiration kämpfen. Schwer zu glauben, aber ist so. Er musste ab und zu einen Streit entfachen, um so erregt zu sein, damit irgendwas durchfloss. Leider hat er auch den Antisemitismus benutzt, um Ideen zu finden. Das ist die Kehrseite. In diesem Fall zeigt er, wie Eva aus diesem Moment, wenn sie dann Stolzing sieht und dann auch ausbricht, da kommt dieser eine Monolog, O Sachs, mein Freund, wo es aus ihr herausbricht. Und nicht nur, weil sie Sachs liebt, sondern weil plötzlich aus ihr etwas Großartiges herausbricht, also wirklich wie ein Initiationserlebnis. Und Sachs erkennt das, deswegen kommt an dem Moment der Tristan-Akkord, wenn sie fertig ist. Und deswegen sagt Sachs zu ihr vor dem Quintett, er nennt es das Lied von Walter, die selige Morgentraumdeutweise. Und die jüngste Gevatterin, immerhin die jüngste Gevatterin, Eva, spricht jetzt den Spruch, er gibt ihr den Spruch. Und dieses Motiv verwandelt sich jetzt in einer der schönsten Übergänge in das Quintett. Es ist schon ein bisschen verändert, schon ein bisschen verlangsamt und es breitet sich immer mehr aus.
entsteht die Melodie, die aus diesem Motiv entsteht, das eigentlich große Kunstwerk. Und ich finde das eines der berührendsten Momente, weil wir da erkennen, dass Eva die eigentliche Meisterin ist. Nur wird es zu der Zeit nicht anerkannt sein, aber alle wissen es in dem Moment. Und Stolzing weiß es selber sogar, weil er am Ende der Oper sagt, nicht Meister, will ohne Meister selig sein, und dann kommt genau diese Melodie wieder. Eigentlich gehört der Preis Eva. Das ist insofern einfach so, so berührend zu sehen, wie Kunst entsteht und woraus sie kommt. Und nicht zuletzt deswegen, die Schlussansprache von Hans Sachs, verachtet mir die Meister nicht, wird ja oft genau gesagt, ein sehr schwieriger Monolog wegen dieses Deutschtums. Ich sehe das nicht so kompliziert, ehrlich gesagt. Ich finde gewisse Passagen aus Lohengrin, oder für deutsches Land das deutsche Schwert, viel, viel schwieriger als dieses Was Deutsch und Echt von Hans Sachs sagt, weil dieses Was Deutsch und Echt, es geht hier nicht um Nationalität. Ich finde das ein großes, großes Missverständnis, sondern es geht um Authentizität. Es geht, wer sind wir? Was stellen wir dar? Was stellt unsere Kunst dar? Was stellen unsere Bräuche dar? Und insofern ist es sehr wichtig, wenn Hans Sachs dann sagt am Schluss, was deutsch und echt, wisst keiner mehr, blieb's nicht in unserer deutschen Meister-Ehe. Sehr wichtig für mich, dass das Deutsch nicht so laut betont wird. Das ist auch nicht so wichtig. Aber was deutsch und echt, echt authentisch ist, wer sind wir, wüsst keiner mehr, blieb's nicht in unserer Kunst. Und darum geht es in diesem Stück, und ich freue mich sehr, das mit unserem wunderbaren Ensemble und unserem wunderbaren Orchester hier präsentieren zu können in den nächsten Wochen. Vielen herzlichen Dank. Eine vollkommen eigene musikalische Welt. Es ist faszinierend für mich, diese Unterschiede zu hören innerhalb des Werks ein und desselben Komponisten. Und jetzt kommt unser Hans Sachs. Den muss man hier nicht vorstellen, denn er hat schon vor 20 Jahren an der Staatsoper sein Debüt gehabt. Das ist Michael Volle. Aber bemerkenswerterweise hat er hier noch nie eine Neuproduktion gemacht. Ich konnte ihn gerade hören in Berlin, Staatsoper unter den Linden, wo er im neuen Ring des Nibelungen dort bei Christian Thielemann der Wotan war. Das waren wirklich unvergessliche Abende. Er ist auch weltweit ein gesuchter Sachs, aber auch weltweit ein gesuchter Leadsänger. Und das ist die kleine Komplikation heute. Er steht in diesem Moment auf einer anderen Bühne und singt ein Liedprogramm. Und daher habe ich vor ein paar Tagen mit ihm ein Gespräch geführt, und er hat auch für uns gesungen. Und das wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Michael Volle, Sie verkörpern in dieser Neuproduktion eine der unglaublichsten Figuren der Operngeschichte. Der nicht arm ist an unglaublichen Figuren. Von Wagner nach historischem Vorbild gestaltet, aus dem Nürnberg von vor 500 Jahren, ein dichtender, singender, komponierender Schuster. Natürlich in der Endausbauvariante bei Wagner aufgepumpt zum Weisen der Kunst, zum Philosophen des Pessimismus, zum gewieften Lokalpolitiker. Sie haben den Sachs, glaube ich, an die 50 Mal gesungen. Was macht die Figur so, so reich, so befriedigend, so wichtig für Sie, dass Sie so viel Energie und Lebenszeit dafür geben wollen? Ich bin ein absoluter Bauchmensch. Und wenn mich was anspringt und ich mag es und es löst etwas Positives in mir aus, dann bin ich Feuer und Flamme. Und ich habe 2004 meinen ersten Beckmesser gesungen in Zürich in der Neuproduktion und ahnte damals noch nicht, wie sehr mich 8 Jahre später, 2012, mein erster Sachs dann in Beschlag nimmt. Und Sie haben schon ein paar Charakterzüge von ihm aufgezählt, aber da hört es natürlich nicht auf. Er ist auch ein sehr Verliebter oder ein Liebender mit der Eva, wie immer es leider auch ausgeht. Dann ist er auch, ich sage es immer ein bisschen flapsig, ein Hinterfotziger, weil er, wie er im zweiten Akt den Beckmesser wissenden, sehenden Auges ins Messer, ins offene Messer laufen lässt, das grenzt schon an vorsätzliche Körperverletzung. Aber, und das macht rein von der Szene und vom Spielen her diese Rolle, glaube ich, unerreicht. Gar nicht zu reden von der singenden Herausforderung, allein des dritten Aktes. Der ist 2 Stunden. Und da ist man eigentlich nur 10 Minuten vom Wechsel
beim Umbau Schusterstube zur Festwiese offstage. Ja. Allerdings hier dann in der Produktion auch nicht, wie mir Keith Warner dann eröffnet hat. Sehr nett unterbreitet hat und mir danach keine Chance mehr ließ, das zu verneinen, weil es wirklich ganz, ganz toll ist. Und ich bin sehr gespannt. Vor einer Woche hatte ich ein Gespräch mit dem Tomasz Konieczny, ein Kollege, so wie Sie, ein weltweit gesuchter Wotan. Er meinte, der Wotan ist eine Lebensaufgabe. Sie sind aber auch als Sachs in den größten Häusern, Bayreuth, jetzt bei uns. Kann man diese Rolle auch eine Lebensaufgabe nähern? Mental, musikalisch, wie auch physisch? Also ich will ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau wissen, wie mein erster Sachs war, weil ich hoffe, dass er nicht zu früh kam und dass ich ihn gut ökonomisch und sängerisch gestalten konnte, weil es ist wirklich ein riesiges Mammutprojekt an Kraft, an ökonomischem Singen. Man muss es so einteilen, der erste Akt ist gar nicht so schwer. Zwei kleinere Ansprachen, dann geht es in den zweiten Akt, wo es sich hochschraubt mit diesen Beckmesserliedern, wo man höllisch aufpassen muss, dass man sich nicht verbrüllt vor lauter Engagement auch in der Szene, weil dann kommt nach einer wie lange auch immer gearteten Pause der dritte Akt und der zeigt es dann. Jetzt, nach den vielen Vorstellungen, ist es einfach ein ganz großes Glück für mich zu spüren, dass ich nicht mehr viel nachdenken muss. Natürlich ist jede Vorstellung eine große Herausforderung, physisch auch, psychisch auch oder mental, das zu bewältigen. Aber ganz anders als noch vor 10 Jahren, wo ich mir das erarbeiten musste, auch körperlich. Singen ist Hochleistungssport. Und wenn ich, was der Tomasz auch gesagt hat, und ich habe jetzt auch gerade Ringzyklen hinter mir, selbst das Rheingoldwasser, was ganz anderes ist, ist eine große Herausforderung, weil man nur so einzelne Sätze hat. Siegfried ziemlich und natürlich die Walküre, das ist Hammer. Und das ist schon auch eine unglaubliche Reise, vor allem wenn man dann die Zyklen macht. Und jeder muss es für sich selber beurteilen. Und für mich ist der Sachs, steht wirklich über allem. Der Sachs dominiert ja, muss man sagen, das Werk total. Zieht auch so ein bisschen die Fäden. Man könnte sagen, die Handlung ist schlicht. Eine Frau, um die drei Männer recht unterschiedlicher Art und auf unterschiedliche Weise schwirren. Dann drumherum das pittoreske, mehr oder weniger liebliche Nürnberg. Aber wie immer bei Wagner muss diese Handlung ja gewichtige Inhalte transportieren, philosophischer Natur, politischer Natur. Und da gibt es ja zwei große Szenen, wenn man so will. Einerseits beide im dritten Akt dann, der Warnmonolog am Anfang und zum Schluss diese Ansprache. Im Warnmonolog, wenn wir damit anfangen könnten, das ist ja auch das nichts Neues bei Wagner, das ist Arthur Schopenhauer pur, wobei so direkt wie da ist es wirklich selten. Also eine Ausdeutung der Welt als ein Quell nie versiegender Konflikte oder mit Schopenhauer zu reden, so die Selbstzerfleischung des Willens in allen seinen Erscheinungen. Ist Ihnen das manchmal fast zu pädagogisch, wenn er das da so runterbuchstabiert, oder ist da die Auflösung in Kunst gelungen? Es ist unfassbar ergreifend, schon allein da zu sitzen oder jetzt auch hier in dieser Produktion, wo es illustriert wird, das Vorspiel. Man wird richtig, ich sitze auf, selbst wenn der Vorhang zu wäre, ich bin beim Vorspiel immer hinterm Vorhang, um mich aufsaugen zu lassen von dieser unfassbaren Tonsprache dieses Vorspiels des dritten Aktes. Und wenn man es natürlich im Verlauf sieht, der Oper, nach diesem unglaublichen, hochgedrehten Ende des zweiten Aktes mit dieser Prügelfuge und vorher die Beckmesserlieder und so, das ist so eine Spirale, die, das kann man jetzt natürlich in verschiedenen Interpretationen anders auslegen, aber wo die Sache im Sachs auch völlig aus der Hand gleitet. Und deshalb, wenn man keine Pause hätte, unmittelbar in den dritten Akt geht, dann ist es wirklich nach dieser Explosion, diese tiefste Depression beinahe von ihm, die dann wiederum plötzlich, wenn er von den Prügeln redet und alles geht durcheinander, Gott weiß, wie das geschah, und dann kommt dieses E-Dur und dann kommt der Glühwurm und der Kobold und alles löst sich irgendwie in Wohlgefallen auf. Das ist musikalisch unfassbar, aber auch von einer Genialität ist eigentlich das falsche Wort, das ist so unglaublich. Das kann man schon nehmen. Schon, aber das ist, eigentlich reicht es nicht, um das auszudrücken, was Wagner unik eigentlich geschaffen hat. Das gibt es in dieser Tonsprache bei niemandem sonst. Sieht denn der Sachs im Vergleich zu den anderen Figuren sozusagen weiter? Oder ist er in diesem Wahn, den er so wortreich und so beeindruckend besingt und bespricht, auch selbst ein Stück weit gefangen? Natürlich, weil, wenn man zurückgeht in den ersten Akt, wo er sofort merkt,
Er, der unter diesen Meistern, wo es durchaus auch Kleingeistige gibt, die auch in der Kunst eher kleingeistig sind und Eisen hat und felsenfest an den Regeln festhalten und nichts, keine Abweichung dulden, deshalb dieser Konflikt, deshalb auch der klare Punktsieg für Beckmesser und seine Konsorten, der erst dann natürlich, als er sich auf schlüpfriges Gebiet oder auf nicht so sicheres Gebiet begibt, im zweiten Akt, nämlich die der Gefühle und der Liebe, rettungslos verloren ist, aber im ersten Akt sind hier, ist diese starre Welt, die Sachs, glaube ich, sowieso ziemlich auf den Senkel geht, schon lang. Und dann kommt noch dieser frische Wind, der plötzlich wie ein Donnerschlag da einschlägt und er merkt es mit dem ersten Ton durch wieder. Stolzing? Durch Stolzing. Ja. Wie der kommt und plötzlich hat er alle gegen sich eigentlich beinahe. Mhm. Und weiß aber, das muss sein, noch nicht wissend, dass auch dieser Stolzing sein Leben völlig durcheinander bringt, nämlich er weiß natürlich im ersten Akt noch nicht, dass Eva und Stolzing sich verliebt haben. Mhm. Und dass am Ende der Verzicht nicht nur auf seine Vormachtstellung als größter Sänger ist, sondern eben auch, dass er seine Liebe und diese liebste, ihm vertrauteste Person verliert. Also, und da verfällt er schon in große Schwermut und Depression eigentlich zu Beginn, aber Wagner macht es dann wirklich grandios. Dem Wahn stellt er ja durchaus bejahend auch das wohlgeordnete Nürnberg entgegen. Und man könnte fragen, worum geht es dann in den Meistersingern letztlich, eben Wagner, glaube ich, zum Teil durchaus so ein bisschen pädagogisch, um die Frage des gelungenen Lebens, politisch wie privat, oder um die erlösende Perspektive der Kunst. Vielleicht um beides. In diesem wunderbaren Buch von der Ulrike Kienzle heißt es von der Kunst Verführung zum Weiterleben durch das Erlebnis der Schönheit. Das hört sich sehr gut an, ja. Das stimmt schon. Das ist, man kann es nicht reduzieren auf ein maximales Aussage oder sowas. Ja. Das sind schon vieles. Natürlich das Gesellschaftspolitische, das Private, das Politische, das alles zusammen. Das ist keine Frage. Mhm. Und Sachs schafft es, wobei ich immer denke, dass Wagner da sehr viel von sich selber als alter Ego hineininterpretiert hat oder was er sein wollte. Auch ein Selbstporträt. Ne? Absolut, ja. Was er wahrscheinlich auch nicht erreichte, aber am Schluss ist er eigentlich relativ alleine. Er hat ziemlich viel verloren, aber er hat viel erreicht auch, also das ist auch nicht so schlecht. Die zweite große Szene am Ende des dritten Aktes, die große Ansprache des Sachs, am Schluss eines ungeheuren Werkes, am Schluss dieses zweistündigen dritten Aktes, kommen dann einige der berühmtesten, aber auch berüchtigsten, müssen aus ihrem Mund, Worte der gesamten Opernliteratur. Ich zitiere, nach welchem Dunst, welchem Tand geht's dann richtig los? Was deutsch und echt wüsst keiner mehr, lebt's nicht in deutscher Meister er. Drum sage ich euch, ehrt eure deutschen Meister, dann bannt ihr gute Geister und gebt ihr ihrem Wirken Gunst. Zerging in Dunst das heilige römische Reich, uns bliebe gleich, also ich meine, trotz allem, die heilige deutsche Kunst. So, es ist fast Pflicht geworden, das sehr problematisch zu finden. Ist es das Befestigen und Bestätigen von nationalistischem Wahnsinn oder geht es vielmehr um ganz was anderes, wie man ja an den 4,5 Stunden davor vielleicht auch entnehmen könnte? Ein absolutes Ja, es geht um ganz was anderes. Mein erster Regisseur war Harry Kupfer, der, glaube ich, mit mir in Zürich seine 4. oder 5. Meistersinger machte in 2012 und auch an dieser Stelle natürlich ein flammendes Plädoyer hielt für die Kunst im Ganzen und nicht eine engstirnige deutsche nationale Kunst. National ausgelegte. Absolut nicht. Und das andere für mich absolut schlagende Argument eigentlich war Barry Kosky, mit dem ich 2017 eine wunderbare Meistersingerproduktion in Bayreuth machte. Der Anfang seines Konzeptionsgespräches war ein Satz: Wagner ist nicht verantwortlich für Auschwitz. Wenn, man muss vorsichtig sein mit Pauschalisierungen, aber wenn es einer Berufsgruppe irgendwie noch innewohnt, dass man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, dann ist es eigentlich der Kunst. Das meine ich nicht arrogant, in gar keinster Weise. Aber wir sind eigentlich gezwungen, uns ständig mit irgendwas auseinanderzusetzen. Und Kunst, und ich glaube auch, dass das ein Plädoyer für Wagner war, für die Akzeptanz der Kunst im Allgemeinen. Ich habe nicht 1860 gelebt, aber da gab es andere gesellschaftspolitische, soziale Strukturen, die zu so einem in gewisser Weise ausgerichteten nationalen Denken, nicht nationalistisch. Ja. Aber das heißt nicht, dass, obwohl es missbraucht wurde, natürlich, es bot sich an im Dritten Reich.
von diesen Herren und Damen, das zu missbrauchen. Wurde auch ausgiebig gemacht. Natürlich. Was sicher nicht geholfen hat, war auch die Rolle des Beckmesser, über die ich noch mit Wolfgang Koch zu sprechen haben werde. Dass das eine antisemitische Karikatur ist, darüber herrscht inzwischen hohe Einigkeit. Klar. Und auch wenn Sie Wagner, auch wenn das verklausulierter war, als man es vielleicht dann eben 60 Jahre oder 80 Jahre später in Deutschland tatsächlich buchstabiert hat. Ja. Meine Damen und Herren, und jetzt singt Michael Volle für Sie, und zwar nicht aus den Meistersingern, sondern aus dem Tannhäuser. Er schlägt damit aber einen Bogen zu den Meistersingern, denn die Meistersinger wurden ja geschrieben in einer relativ frühen Phase von Wagners Werk, sozusagen als Gegenstück zum Tannhäuser, als sowas wie ein heiteres Nachspiel, als die Künstlerkomödie zur Künstlertragödie. Richtig. Und begleitet am Klavier von Jendrik Springer hören Sie jetzt die große Szene, die Ansprache des Wolfram aus dem zweiten Akt, Blick ich umher. Worten lesen, wie ich
Michael Volle. Der großen Szene des Wolfram aus dem Tannhäuser. Der Sachs ist hier sein Rollendebüt am Haus, aber alle größeren Rollen, meine Damen und Herren, dieser Neuproduktion sind besetzt mit Sängerinnen und Sängern, die ihr Rollendebüt am Haus geben in ihrer jeweiligen Rolle. Und so auch unsere Eva, Hanna Elisabeth Müller. Manche von Ihnen haben Sie vielleicht gehört, vergangene Saison, da war sie Donna Anna in unserem neuen Don Giovanni. Sie singt jetzt für Sie das Ständchen von Richard Strauss. Hanna Elisabeth Müller, begleitet von Jendrik Springer. Hanna Elisabeth, wir haben ja gerade gehört von Philipp Jordan, er hält die Eva eigentlich für sozusagen die große Meisterin, das Zentrum des Stücks. Gleichzeitig wird sie von ihrem Vater wie ein Pokal vergeben. Also wie viel Freiheit hat denn eine Frau, eine so begehrte Frau in diesem Nürnberg? Sie soll nach dem Willen ihres Vaters, hat sie dann auch ein Wörtchen mitzureden bei der Entscheidung. Wie sehen Sie das? Ah, naja, das ist ja auch, das wird ja gleich wieder aufgelöst, dass sie ein Wörtchen mitzureden hat. Also der Vater sagt das zwar an, dass sie das letzte Wort hat und auch Nein sagen könnte. Allerdings gibt es ja direkt wieder den Widerspruch der Meister, die dann sagen, dann wird ihnen ja ihre Entscheidungsmacht auch genommen. Und auch Pogner sagt direkt, aber wenn sie den nicht heiratet, dann heiratet sie auch gar keinen. Also... Sie ist ja durchaus selbstbewusst in dieser großen Szene mit Sachs im zweiten Akt. Sie geht ja mit ihm sehr fordernd um. Da gibt es eines der berühmtesten Zitate aus den Meistersingern. Da heißt es, nachdem er sein Interesse an Eva sozusagen aus Altersgründen, aus Gründen des Altersunterschieds relativiert, sagt sie, ei was zu alt, hier gilt der Kunst. Wer sie versteht, der werb um mich. Das ist eine seltsame Stelle für mich, denn sie hat sich ja längst für Walter für Stolzing entschieden.
Ja, natürlich hat sie sich entschieden. Also das ist... Sie sagen das so. Na, ich glaube, das ist ohne Frage tatsächlich. Okay. Aber das Verhältnis zwischen Sachs und Eva ist ein ganz spezielles und auch komplexes. Eva ist mit Sachs eigentlich als fast Vaterersatzfigur aufgewachsen. Der war immer in ihrem Leben da. Und dieses tiefe Verbundenheitsgefühl, vielleicht auch Liebe, aber auf einer ganz anderen Ebene, das besteht natürlich. Und Sachs hat immer ein bisschen ja, geflirtet oder da gab es immer mal so ein Zwinkern im Auge. Und auch von Eva aus, das war ein Hin und Her. Und auch genau diese Szene, wenn sie sagt, ja, könnte es einem Witwer nicht gelingen. Und er sagt, ei, was, zu alt, ich bin doch zu alt. Er möchte natürlich hören, nein, du bist nicht zu alt. Und das ist immer ein Hin und Her, das ist sehr liebevoll. Das ist eine Neckerei, die besteht und die auch in dem Stück immer wieder aufkommt. Elisabeth, wir nähern uns ja mit Riesenschritten der Premiere. Es beginnen dann auch bald die Bühnenorchesterproben. Ich freue mich sehr darauf. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, ich muss einmal den Professor Nietzsche hier umsetzen, denn jetzt kommt ein weiterer Hausdebütant zu uns, und zwar der Regisseur dieser Neuproduktion. Das ist Keith Warner. Er versteht ausgezeichnet Deutsch, was bei diesem Werk ein großer Vorteil ist. Keith, warum der Nietzsche-Kopf? Welche Rolle spielt er? Ja, ist eine gute Frage. He plays the Kobold, but really the Nietzsche reference is something that for Wagnerians amongst us is just an amusing idea. Maybe that Wagner had his own kobold, several, many. Wagner hatte mehrere Kobolde, Nietzsche einer davon. And that he is haunted by the idea that appears in several of the Wagner pieces. I'm very interested in this kind of nagende Galle idea that there is always something in an artist that is demanding of you, that is opposing you, that is irritating you. Also das, der Kobold, in dem Fall Nietzsche, einer von vielen, stellt das Prinzip laut Keith Warner dar, dass dem Künstler, dass dem Schaffensprozess entgegengesetzt ist, das ihn irritiert und dadurch vielleicht auslöst. So making him productive, yes, is what you're saying. Yes, but I had always loved Meistersinger since I was a 14-year-old boy, and I have always been fascinated by this idea of Sachs's reference to this kobold, to this almost tangible figure for him that gets into his mind, gets into his life, and makes him behave in certain ways. Also es ist sozusagen die Visualisierung des Kobolds, über den Hans Sachs ja auch spricht und der ihn sehr beschäftigt. Keith, es war heute viel die Rede von der großen Bedeutung der Philosophie, vor allem Schopenhaus für Wagner, bis hin zu wörtlichen Zitaten. Aber wir haben auch gesprochen über die Spannung zwischen Philosophie, Theorie, Ideologie und einfach Bühnenkunst. Ein Nietzsche-Zitat dazu. Wagner hat sein ganzes Leben einen Satz wiederholt, dass seine Musik nicht nur Musik bedeutet, sondern mehr, unendlich viel mehr, lauter Ausrufezeichen. Nicht nur Musik, so redet kein Musiker. Wagner hatte Literatur, ich füge hinzu, und Philosophie. Wagner hatte Literatur nötig, um alle Welt zu überzeugen, seine Musik ernst zu nehmen, tief zu nehmen, weil sie Unendliches bedeute. Er war zeitlebens der Kommentator von Ideen. Aber wir machen ja hier keine Vorlesung, sondern spielen Theater ab 4.12. Gleichzeitig will man dem Inhalt des Werkes, dem Autor, gerecht werden. Wie entkommt man dieser Falle? Wie passt das zusammen für Sie? It must be theatre. It absolutely must be theatre. It cannot only be ideas or concept or anything. It must work in this frame. Das Theater muss als Theater funktionieren in diesem Rahmen und kann nicht einfach die Bebilderung von Theorie und Konzepten sein. But I'd say one thing. I think there is a way that
as directors, as performers, that we can think alternative to philosophy or even to ideas. We can think theatrically. Man muss eben theatralisch denken, sozusagen eine alternative Art zu denken vielleicht, im Vergleich zu Theoretikern und Philosophen. And I think it's equal to philosophy or religion or anything you want to bring in. Und das ist gleichwertig, das ist nicht eine minderwertige Art des Nachdenkens. That what we experience in the theater together and how that works is an alternative way of viewing life. It's not just an entertainment. Also nicht nur Unterhaltung, sondern das, was wir hier dann alle gemeinsam erleben, ist eben eine alternative Art und eine legitime Art, die Welt zu sehen. And you learn things through theatrical thinking that you could never learn from philosophy or any other form. Und hat eine Wahrheit und lehrt einen etwas, was einen die Philosophie gar nicht lehren kann. No, I was just going to say, and why, what is the essential thing to me in that, is that it's is Personenregie, is acting, that it's people on stage who are really experiencing something und to convince you to experience it too. Also sozusagen das Vokabular davon ist die Personenregie, das konkrete Geschehen der Akteure auf der Bühne, die das Publikum hoffentlich überzeugen, dieses Erlebnis, das sie darstellen, selbst zu machen. Sind die Meistersinger denn lustig? Wir haben vorher darüber geredet, die einzige Komödie von Wagner, also nicht Opera Funny, so wie Hoffmanns Erzählungen, da gibt es ja die Arie, wo der Titelheld Krick Krack macht und der Saal soll zusammenbrechen vor Heiterkeit. Also wie wichtig ist die Komik, das Komödiantische in Ihrer Inszenierung der Meistersinger? Oh, I think it's very important. I mean, very important. I think that very often in critical circles or in aesthetic thinking, comedy is somehow less than tragedy. Es wird gerne in sozusagen hochgeschraubten ästhetischen Diskussionen tut man so, als wäre die Komödie etwas gegenüber der Tragödie Minderwertiges. That if we're serious and dark, it's somehow of more value than if we're light and laughing. Also das ernste Dunkle sei wertvoller, es wird unterstellt, als das Helle und Lachende. And this I think is wrong thinking. I mean, anyone will tell you that to do comedy is hard, is harder than tragedy to enact, to rehearse, to perform. There's this wonderful saying on Broadway, dying is easy, but comedy is hard. Also, die Komödie ist viel schwieriger als die Tragödie auf ihre Art und Weise. But, and you know, for somebody who grew up in English theatre and English, nobody thinks of Shakespeare's comedies as less than Shakespeare's tragedies. Niemand würde die Komödien Shakespeares, niemand würde es wagen, sie sozusagen als minderwertig anzusetzen gegenüber den Tragödien. What is fascinating about Die Meistersinger, though, is that Wagner, I believe, started writing a comedy, a real comedy, perhaps no holds barred. Begonnen hat es mit einer puren Komödie, der Schaffensprozess am Werk. The Marion Barb sketches and all this from early on. Die ersten Skizzen, 1840er Jahre. But as he began to do it, create it, and in this break from the ring, I think his life and his thinking about what he wanted to do in the music got more and more serious. And you can almost trace Act 1, Act 2, and then Act 3, we go into not darkness, but we go into depth, into the deepest part of human experience. Wir hatten ja vorhin das schon kurz angesprochen. Keith Warner sagt, in den 10 Jahren, in dem er das Arbeiten an den Meistersingern unterbrochen hat, habe sich Wagners Leben, Wagners Denken so verändert, und man kann das richtig sogar am Werk erkennen, wie vor allem im dritten Akt eine andere, er will das nicht Dunkelheit nennen, aber wie ein anderer Ernst in das Werk einkehrt. So how to give value to both and how to transition from one to the other, that's tricky. Sometimes seems to me that he's happier when he gets to the serious stuff than a natural comic. He couldn't help it. Yeah. Das zu balancieren gegeneinander sei nicht einfach. Er meinte, es kommt ihm sogar so vor, dass Wagner glücklicher ist
in den ersteren Teilen. Wie geht Ihre Inszenierung, Keith, das Ganze spielt ja auch noch in einer Monumentalität, nicht? Der Schauplätze, Katharinenkirche, Festwiese, aber auch der eingesetzten Menschenmassen. Wie löst man das auf der Bühne? Ist das für Sie eine Belastung oder macht Ihnen das Spaß? Also wie geht man mit dem Zirkushaften der Meistersinger um? Ja, I've done all the Wagner operas, all of them at least twice, and once faced the biggest pieces elsewhere, from Matthias de Mahler and Theater an der Wien to Trojans or whatever. There is nothing in the world as big as Meistersinger, I can tell you. Das größte, monumentalste Werk zählt auf Matthias de Mahler, Trojaner, Dinge, die er auch gemacht hat, auch die anderen Wagner-Werke. Also er hält das sozusagen für das erreichbare Maximum der Oper. Yes, it takes hours and hours. So the just of work, I mean weeks and weeks. But I think what you have, I mean, it's always the wonderful thing for Wagner, for a director, I think, the challenge. What is archetypal, even in Meistersinger, which seems to have a naturalistic case surround, and what is human and almost naturalistic psychology? Also, wie unterscheidet man zwischen dem Archetypischen in diesem, und zwischen dem Menschlichen, dem Psychologischen? So I think what we've tried to do is create an environment that suggests that there is an entire world involved. Und so wurde er, hat er für die Bühne und auf der Bühne, im Bühnenbild, but erfunden the, etwas, das eine ganze Welt suggeriert. But that brings to the fore important moments all the time, I hope. Und die wichtigen Momente immer sozusagen nach vorne bringt. The human interaction and the human comedy and the human pain. Die jeweils menschliche Interaktion, die Komödie, wie den Schmerz. Yes. Wir haben gesprochen über den ganzen Themenkomplex des Deutschtums, des Nationalismus. Wagner hat ja, vielleicht kein Zufall, unmittelbar vor den Meistersingern seine Schrift Was ist Deutsch? Geschrieben. Und Ihr Dramaturg, Barry Millington, fasst seine Antwort auf diese selbstgestellte Frage zusammen mit die Suche nach dem Schönen und Edlen statt nach dem Gewinnträchtigen und Oberflächlichen. Und dabei käme dem deutschen Volk eine besondere Aufgabe zu. Das klingt für heutige Ohren einfach schwierig. Und das seitdem empirisch zu beobachtende Deutschland hält dem ja auch kaum stand. Aber Wagner fand ja auch den Zustand der deutschen Länder zu seiner Zeit erbärmlich. Also woher der Glaube an diese Mission? Ja, it is very difficult when you find that your great idols in art have very difficult parts of their personality you have to somehow think about. Man hat es nicht gern, wenn die eigenen Idole in der Kunst, wenn man an ihnen, sagen wir mal, schwierige Momente der Persönlichkeit entdeckt. And if you read Judith in der Musik, you read the Wagner stuff, it is disgusting. I mean, it cannot be tolerated. Judentum in der Musik, dazu kommen wir auch gleich, eine Schrift, die er ein Jahr nach der Uraufführung der Meistersinger neu bearbeitet herausgab. Richard Wagner hält es für wie übersetzt, how to translate disgusting, widerlich, kann nicht, schrecklich. Inakzeptabel, schrecklich, kann nicht toleriert werden. And I feel that there are many other artists, such as Dostoevsky, T.S. Eliot, who's a great hero of mine, but who also were anti-Semitic. They didn't sit down and write 400-page essays on it. They hid it a lot. Andere seiner Helden in der Kunst, Dostoevsky zum Beispiel genannt, waren auch Antisemiten, haben aber nicht Essays, hundertseitige Essays und Pamphlete dazu geschrieben. Sie haben es versteckt. So it's there. However, this particular thing has obviously a specific reference that you as German-speaking Germans or Austrians have to deal with. I think it would be improper for me as coming from another culture to come and wag my finger too strongly at what I think you actually do wonderfully well, which is to try and absorb this problem in your culture, try and understand it. Er hält es für unangemessen, als Brite in diesem Land, also mit dem Zeigefinger zu kommen,
und zu bewerten, wie mit diesem Problem umgegangen wurde und umgegangen wird in unserer Gesellschaft. And I have seen several productions in various forms, Barry Kosky's Meistersinger in Bayreuth. And many productions have dealt with this recently, very strongly. I didn't necessarily think it was needed that I confronted it straight on, because other people have done it brilliantly. Er hat es nicht für nötig befunden, diesen Punkt in seiner Lesart, in seiner Inszenierung der Meistersinger, die wir hier herausbringen werden, in den Mittelpunkt zu stellen. And I have to say, as a member of Great Britain, although since Brexit I look to change that, may live somewhere else very soon. And Brexit skeptiker. But as somebody who grew up with Shakespeare, Henry V, for example, perhaps all the history plays are full of very, very nationalistic sentiment, feeling. Well, they had to be, otherwise he would have had his head chopped off. There's probably no doubt. Also auch Shakespeare musste sich nationalistisch äußern, was immer das zu seiner Zeit bedeutet hat. Er ist mit Shakespeare groß geworden und er meinte, es gab auch einen gewissen Zwang dazu, wollte man den Kopf auf den Schultern behalten. But the funny thing is, in Britain, and with a terrible reputation in the Empire and India and in most parts of the world, one doesn't feel every time you do Henry V, this has to be the central situation. I think it would also be really condescending of me to lecture German speakers about a history that must be dealt with, but perhaps not by an Englishman. Er meint, die Geschichte, um die es hier geht, mit der muss man umgehen, aber vielleicht nicht durch einen Englishman. Zumal Sachs ja zum Schluss, dieser Ansprache, über die schon mehrfach die Rede war, nicht das Reich verherrlicht, sondern die Idee der Heiligkeit der Kunst. Gleichzeitig betont er, das ist die deutsche Kunst, und da hat sich ja Philipp Jordan gerade dazu geäußert, der Michael Volle, wie wichtig ist es denn, dass sie deutsche Kunst sei? Und wenn es nicht wichtig ist, warum betont er es so? Oder bewerten wir das Vergangenes nach heutigen Maßstäben, mit heutigen Sensibilitäten und verwenden auch vielleicht und verstehen Deutsch auf eine Art, die damals überhaupt nicht gemeint war? Ja, I hope what we do with Michael Foller's brilliant acting, I mean really amazing, is that we show that this is much an outburst of the moment of a personal crisis, as it is the final Ansprache. Yeah. Also ein Ausbruch einer persönlichen Krise. And ist das für ihn? Yeah, and I think that for the moment, for the time, and that moment as it was the moment in the 1860s, certain sentiments come out of us that we perhaps are not our best moments, but are somehow deeply true, even if they're unattractive in some way. Auch unattraktive Momente an uns können wahr sein und können wichtig sein. I find my life is always spent controlling what I really want to say against what one in civilization must say. In diesem Sinne kontrolliert auch er zwischen dem, was er wirklich sagen will und was man in zivilisierter Gesellschaft sagen kann. And I hope we will focus on the psychology of Sachs. I mean, it seems to me that the piece is almost a monodrama in a way for Sachs. And we'll look in such sort of detail at Sachs's mind that this will be understandable both in the context of the moment, but also in a bigger context, which includes all art, which includes, I mean, I also couldn't live without Goethe and Schiller and Brecht. I mean, I simply couldn't. Or Dostoevsky, or Calderon, or writers. This thing is universal, or it is nothing. Also das Bekenntnis der Kunst in den Meistersingern ist entweder universell. Er zählt ja auch eine Reihe von Genies und großen Künstlern auf, die nicht die zum Teil auf Deutsch, zum Teil nicht auf Deutsch geschrieben haben. Aber das Bekenntnis des Sachs zur Kunst,
Dieses Werk ist zur Heiligkeit der Kunst ist entweder universell oder es ist gar nichts. To get back to your very first question, or early question, that's the relationship between the individual and this grosser realm that surrounds it. This is the great tension of the piece, I think, throughout. Die große Spannung in dem ganzen Werk sei das Verhältnis zwischen dem Individuum und dem großen vom Werk aufgespannten Raum. Wie ist Wagner eigentlich der Cancel Culture entgangen? Damals gab es sie ja nicht, ich meine im heutigen Kulturbetrieb. Es erschien eben, also im Judentum der Musik schreibt er, nur ein Zitat, wer ist nicht von der widerwärtigsten Empfindung ergriffen worden, beim Anhören jenes sinn- und geistverwirrenden Gegurgels, Gejodels und Geplappers, das Wagner aus Synagogen vernommen haben wollte. Woher diese, also warum werden Opernhäuser nicht besetzt, und wenn Wagner am Spielplan steht? Ja, I honestly, Bogdan, I think there is no answer to that, because es gibt keine Antwort. It's so ridiculous, it's so ugly. How can the man who wrote a piece that's full of complexity, a lot of love, and a lot of madness, how could he come up with some such simplistic thing? Yeah. That's the game we're in. You know, das ist das Spiel. Wie kann derselbe Mann, der etwas so voller Liebe, so voller Komplexität, so voller Wahnsinn geschrieben hat, gleichzeitig eben so etwas wie den Satz, den ich zitiert habe, verfasst haben? You said ridiculous, right? Es ist hässlich und lachhaft. Hässlich, ja. Aber es gibt keine Mozartianer, es gibt keine Straussianer, es gibt Wagnerianer. Woher diese durch keine abstoßende Seite Wagners zu tötende Liebe des Publikums? Was ist ein Wagnerianer? Sind Sie ein Wagnerianer? I hope so. I hope that he's meant so much to me throughout my life. I went as a young 14-year-old boy to Sadler's Wells Opera and saw Meister Singer in English, my first. Als 14-Jähriger in Sadler's Wells zum ersten Mal auf Englisch. Ja, man stelle sich das vor, hat er die Meister Singer. And it's terrible. It's like becoming a dope addict. I never looked back. I just kept going with it. And I think, well, Wagnerian, yes, but with many, many questions, with many caveats, with many side turnings. Man kann also Wagnerianer sein, aber nur mit vielen Fragen, mit caveats und mit, ich weiß nicht, I'm not sure I can translate this, mit vielen, Cul-de-sac, mit vielen Sackgassen und Abbiegungen. In that, I think, I mean, Wagnerianer, I think I'm a Warnerianer. I mean, I respond to Wagner from what's in me, not what's in Wagner. Das ist vielleicht ein schönes Schlusswort. Es geht ihm nicht darum, Wagnerianer zu sein. Er möchte gerne Warnerianer sein. Also seine Antwort auf das Werk von Wagner präsentieren. Keith, thank you so much. Thank you. See you at the rehearsals on Monday. Und nun will ich Ihnen unseren Stolzing präsentieren. David Bud Phillip. Entdeckt haben wir ihn für uns vor ein paar Jahren. Da kam er und hat hier vorgesungen, eine Arbeitsprobe. Und wir haben viele schöne Pläne geschmiedet. Aber das fühlt sich jetzt schon sehr, sehr weit entfernt an. Denn in der Zwischenzeit eroberte er die größten Häuser, nicht nur dieses. Oder hat das schon getan? Sein Hausdebüt hatte er im Oktober in einer Wiederaufnahme der Jenufa hier mit Asmik Grigorian. Und nun probt er seit Wochen an seinem Rollendebüt überhaupt, also nicht nur hier im Haus, als der Ritter, von dem laut Nietzsche das Evchen Erlösung erhofft. Begleitet von Jendrik Springer, David Bud Phillip mit Silent Noon von Ralph Vaughan Williams. Hands lie open.
look through like rosy blooms. Your eyes smile peace. The pasture gleams and glooms neath the sun-searched groves, the dragonfly hangs like a blue thread loosened from the von Hendrik Springer, das war David Bud Philip. So, bevor wir zum Schluss kommen, will ich jetzt sprechen, nicht nur mit David, unserem Stolzig, sondern auch mit unserem Backmesser, Wolfgang Koch, und mit dem Bogner, Georg Zeppenfeld. Ich muss den Nietzsche ein bisschen verräumen. Komm.
Ich will mit den dreien natürlich zunächst einfach über ihre jeweilige Figur sprechen und muss beim Wolfgang Koch anknüpfen. Das ist eine Zumutung, 4,5 Stunden eine Karikatur spielen zu müssen. Nicht nur eine antisemitische, auch einen alten Lüstling, einen Philister. Wie geht man damit um? Ja, es ist Wie schafft man es, den Beckmesser zu lieben? Muss also, man ihn lieben, um ihn zu spielen? Das ist ganz merkwürdig. Es ist ja geklärt, dass das vieles daran antisemitisch konnotiert ist bei Wagner, ja. Mit diesen Synagogengesängen, diese Quarten. Und er soll die Stimme überschnappen. Deswegen hat er es auch in einer unglaublich unbequemen Lage geschrieben. Ja. Und es gibt auch den Mime im Siegfried, der auch diese noch eindeutiger. Konnotation hat, noch eindeutiger, so, auch bei der Kundry. Und ich weiß nicht, ob es gewollt oder ungewollt ist bei Wagner. Ich nehme eher an, es ist ungewollt, dass diese ja, Bösartigkeit bei Mime, bei Beckmesser und dieses Dunkle, dass die zum Teil sympathisch auch noch wirken. Mhm. Komischerweise. Also die er antisemitisch beladen hat, wirken zum Teil, bei Mime denkt man sich bei manchen Produktionen, oh, der ist ja ganz putzig, dabei ist das ein hinterhältiger Mörder. Das ist es gibt zu Mime ein berühmtes Malerzitat, Direktor dieses Hauses, Jude, der gesagt hat, das ist so furchtbar, also ich kann es jetzt nicht wörtlich zusammenrufen, man muss das sozusagen irgendwie verschweigen, ja, das wäre sonst schrecklich. Also er war auch einer der Wagnerianer, die es geschafft haben, die Liebe zum Werk von solchen Dingen zu trennen. Na und Karikatur, so würde ich es eigentlich nicht sehen. Es hat natürlich eine unfreiwillige Komik und die unfreiwillige Komik ist immer die komischste. Ja. Das ist überhaupt keine Frage. Aber er ist so dieser, es geht ja in diesem Stück Welttheater, wie immer bei Wagner, Liebe beim Tristan, Politik, Gesellschaft beim Ring. Es geht um die Kunst. Ich weigere mich ja, das Stück als politisches Stück zu sehen. Die Rezeptionshistorie ist eine andere. Was anderes. Das ist ganz klar. Ja. Und Beckmesser ist der Antipode, wenn Sie so wollen, von Sachs, aber natürlich weit weniger bedeutend. Ja. Denn Beckmesser, es geht darum, die Verbindung von Kunst, Inspiration und Form. Mhm. Beckmesser ist ein verharzter, verknöcherter Junggeselle. Ein Meister in der Form, wahrscheinlich mehr als alle anderen. Mhm. Aber er kann diese Form nicht füllen. Darin ist er ja auch das Problem. Mensch gewordene Kritik an vielen anderen Komponisten. Ja. Wagners Zeit, nicht nur durch ihn selbst, das hat auch der Nietzsche zum Teil für ihn besorgt. Ja, richtig. Ja. Herr Zeppenfeld, so wie Wolfgang Koch, auch Sie ein Sachs, diesmal Veit Bogner, ist für mich in jedem, bei jeder Inszenierung von Meistersingern irgendwie die am schwersten zugreifende Figur. Dabei löst er ja diese ganze Handlung aus, indem er es beschließt, seine Tochter wie so eine Preiskuh zu behandeln. Nicht? Was will der Mann? Wer ist das? Ich glaube ja, dass der Schlüssel zum Verständnis dieser Figur der Idealismus ist. Ich bin da auch nicht ganz einer Meinung mit Keith Warner. Wir haben uns darüber schon unterhalten. Er sieht ihn etwas anders als ich. Aber ich bin der Ansicht, dass Veit Bogner ein Idealist ist, der, wie das die Art vieler Idealisten ist, übers Ziel hinausschießt. Er hat Kontakt zu hohen Kreisen, die eben fähig und in der Lage sind, einen Goldschmied zu beschäftigen. Und schielt ein bisschen mit Neid zu diesen Leuten auf deren gesellschaftliche Relevanz. Und er hat Geld, aber er hat eigentlich als Handwerker nicht wirklich eine vergleichbare gesellschaftliche Bedeutung. Und er hätte sie doch so gerne. Mhm. Und deshalb schielt er immer mit mindestens einem Auge nach oben. Und um diesem Ziel nahe zu kommen, dass man den Meistern doch mehr gesellschaftliche Bedeutung verschafft, vergaloppiert er sich. Okay. Und er spürt dann den Druck der Meister, seine vorgesehenen Präliminarien für die Vergabe seiner Tochter noch mal zu verschärfen. Und dann setzt einen Moment lang der Verstand aus und er sagt, sie nimmt den Sieger des Gesangswettbewerbes oder sie nimmt niemanden. Und damit ist die Katastrophe da und er versteht es erst leider viel später. Wie werden Sie sich mit Keith Warner in den verbliebenen 2 Wochen einigen? über die Figur. Da ist nicht wirklich ein Dissens, sondern okay. Ein Regisseur hat die Deutungshoheit erst einmal über den Abend, über das Stück. Aber auf der Bühne entscheidet das nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das
dass ich das in irgendeiner Weise nicht nachvollziehbar oder gar abwegig finde, was Keith Warner mit der Figur will, sondern er verantwortet diese Produktion und deshalb spiele ich selbstverständlich, so gut ich kann, das, was er mir an Input gegeben hat. Und das ist durchaus genauso nachvollziehbar. Mhm. Es ist nur eine leicht anders gelagerte Sicht der Figur. Okay. Wir werden es sehen. David, wie sehr ist das... Ist der Stolzing ein Selbstporträt Richard Wagners? Ich habe immer so das Gefühl, er teilt sich auf Sachs und Stolzing. I'll translate it. How far is Walter von Stolzing like a self-portrait of Wagners? Maybe distributed between Sachs, you know, der reife Meister, und Stolzing, the new genius, the future, the hope. How do you see that? Yeah, I mean, obviously, both are true. The two facets, the progress and the master. It depends how we want to see Wagner, I suppose. With a modern perspective, we see him more as a progressive and an innovator, vielleicht like Walter. Aus einer modernen Perspektive sieht man Wagner eher als progressiv, als einen Innovator. But certainly the traditionalist and the serious artist and the Mensch that is Sachs, mm-hmm. is, I think, is what Wagner would like to see himself. Aber Wagner selbst hätte sich wohl eher gerne gesehen als Sachs, als den reifen, abgeklärten Meister und Traditionalisten. But surely Walters' role is also to give the world new rules, to remove what has somehow been ossified and become irrelevant. Also es kommt ja dem Stolzing, und Sachs schiebt ihn ja dahin, eine Aufgabe zu, nämlich vielleicht die verkrusteten Regeln der Meister, die ja karikiert werden, aufzubrechen und trotzdem nicht disziplinlos zu werden, sondern neue, der Kunst neue Regeln zu geben. Yeah, exactly. And that's what's so amazing about this piece, is its message of progressiveness and innovation and always something new. The number of times we've discussed many times in rehearsals, the number of times that Walter in particular, but also Sachs, says the word neu is extraordinary when he's describing what is true art. Mm-hmm. It's all about something original, something true, something new. Also David erzählt vom Probenprozess, wo allen Beteiligten aufgefallen wäre, wie Stolzing die ganze Zeit das Wort neu im Mund hat und im Mund führt, im Sinne einer Progressivität, eines Erneuerns, im Sinne der Originalität. Wir haben heute schon viel gesprochen über die Ausnahmestellung der Meistersinger in Wagners Werk. Und Herr Koch, Herr Zeppenfeld, Sie waren ja zuletzt auf dieser Bühne, also wir sitzen ja hier wie immer auf dem Orchestergraben, auf dieser Bühne, als Gunnemanns und Klingsor. Das ist doch eine vollkommen andere Musik, das wurde vorher demonstriert. Wie ist das für Sänger, sich in dieser neuen Tonwelt zu finden? Macht es mehr Freude vielleicht sogar, sängerisch, so rein physisch, als andere Wagner-Werke? Es sind zwei Welten, aber in beiden kann man sich sehr wohl fühlen. Also ich werde jetzt den Teufel tun, das eine gegen das andere abzuwägen. Dafür singe ich auch viel zu gerne Gurnemanns. Aber ich gebe zu, dass der Parsifal und die Meistersinger vielleicht meine Lieblingsopern sind. Das kann man, wenn man das überhaupt sagen kann, also im deutschen Fach sicher. Der Wagner zu singen ist immer unglaublich schön und erfüllend einfach, weil es so viel bietet. Es ist immer unglaublich schwer. Der Beckmesser ist eine besondere Herausforderung, denn es ist eine sehr enge, exponierte, hohe Lage. Durch diese masochistische... Ja, genau. Also sadistische vielmehr. Ja. Aber dann masochistisch. Beides, ja. Es wird wie bei Wagner immer alles von verschiedenen Seiten beleuchtet. Also. Und das macht einfach, und ich würde da nicht zu sehr das eine Stück mit dem anderen vergleichen oder auch bewerten. Das ist vielleicht ist der größte Unterschied ja der für das Orchester. Ich habe einmal einen Orchestermusiker, der nicht genannt sein soll, sagen gehört, das ist alles C-Dur. weiß nicht, ob die Dirigenten dieser Welt einverstanden wären.
für mich eine der schwierigsten Szenen der gesamten Literatur ist diese Massenprügelei. Ich habe mit Keith Warner gesprochen über den Unterschied zwischen komisch und wirklich komisch und opernkomisch. Ich glaube, ich habe noch nie eine gut inszenierte Prügelei auf einer Opernbühne gesehen. Was erwartet uns da? What about this, I'm not even sure what Prügelei means. Riot. We call it the riot. The riot. You know, I don't think I've ever seen a good one in terms of Personenführung on an opera stage. So what do we expect? Well, I actually have a unique perspective on this scene, having done it as a chorus member 11 years ago. Vor 11 Jahren als einfacher Chorist. We at Glyndebourne in the UK, and we rehearsed it for hours and hours and hours. Wurde stundenlang geprobt, and then this was in a very naturalistic staging. Also eine sehr naturalistische Inszenierung. So we had a team of professional stage fighters, rioters, okay, who sort of trained us. Also es gab Prügelinstruktoren. It was quite an experience, I have to say. But no, I mean, look, the reality is that having the hardest part is we're only talking about 4 or 5 minutes of music, but it's incredibly hard in terms of ensemble, mm-hmm, with the chorus split into, I think at one stage, at least 8 parts more later on, and all of the Meisters with their solo roles, and those of us that are already on stage, I only have 1 line, thankfully. Also, and Beckmesser auch. Also eine ungeheuer komplexe, anspruchsvolle Szene, obwohl sie so kurz ist, 4 bis 5 Minuten, aber es gibt den Riesenchor, an einer Stelle 8-stimmig geteilt, und dann die Meister mit ihren Einwürfen und dann eben auch noch in dem Fall Stolzing, der schon auf der Bühne ist. So einfach schwer, das Ding auch musikalisch zusammenzuhalten. Yeah, yeah. So really the hardest thing is for Philippe to keep 120 or however many people it is on a leash at the tempo that he requires. Der Dirigent Philippe Joran muss da 120 Leute an der, ja, Leash ist, glaube ich, wirklich Hundeleine, an der Leine behalten. Yeah, this is a logistical problem, really, and it is always the hardest part of the piece to also rehearse. Ein logistisches Problem, der schwierigste Teil. Wie ist das mit Ihnen? Wie viel echte Prügelei kann das Publikum erwarten am 4. Dezember? Ja, also wir oder wird es so ein totaler Kontrollverlust? Nein, das geht natürlich nicht. Die singen müssen, sowieso nicht. Also wir haben ja das Privileg, dass wir da, wie du sagtest, einen Satz zu singen haben. Du hast einen, ja. Du hast dann auch einen, Sachs hat einen, ich habe einen. Ja, ja. Aber das ist dann schon etwas choreografiert. Mehr will ich dazu nicht. Okay. Herr Zeppenfeld? Es ist sehr, sagen wir so, englischer Humor. Englischer Humor, okay. Nur der ist ja zu Recht weltberühmt. Ja, genau. Wie Keith Warner eben sagte, Komödie ist eben schwieriger. Oh ja. Und das zeigt sich ganz besonders in dieser Szene, die auch, glaube ich, weniger komisch sein soll, als eher eine Eskalation der Situation bis hin zur Groteske. Es ist also in dem Moment nicht wirklich komisch, sondern man lacht, aber man muss ein bisschen schlucken vielleicht, wenn das gut gelingt. Und das wird halt dadurch erreicht, dass mit sehr viel Disziplin und mentaler Kontrolle auf der Bühne Dinge ganz genau organisiert werden und dafür gesorgt wird, dass die singen müssen, nicht viel tun müssen gerade. Und es muss trotzdem sehr bewegt aussehen. Das ist die Profession des Regisseurs. Meine letzte Frage hat zu tun mit den Kritikern. Es ist eindeutig belegt durch Wagner, dass die Meistersinger auch geplant waren als eine Satire auf den Stand des Kritikers. Und das muss man Sänger einfach fragen. Ich kenne nur 3 Arten von Sängern, wenn es um Kritik geht. Die alles lesen, die nichts lesen und die sagen, sie lesen nichts, aber alles lesen. Und sich sehr grämen oder freuen. Also vielleicht fangen wir mit Bogner an. Wie halten Sie es mit der Kritik? Ich lese sie und ich lese sie mit großem Interesse und ich habe dem auch schon manchen nützlichen Hinweis entnommen. Denn das ist ja eine Form des Feedbacks, die ich für völlig legitim halte. Man merkt ja beim Lesen sehr schnell, wenn es dem Kritiker nicht darum gegangen ist, zu kritisieren, sondern zu beschmutzen. Und dann legt man das halt weg. Dann muss man das halt verarbeiten können. Ja. Aber das passiert eigentlich gar nicht so oft, muss ich sagen. Aber Kritik ist ja heute auch was Neues geworden. Es gibt jetzt, der Opernfreund kann ja online seine Tagebücher führen. Hier in Wien gibt es eine Gruppe von besonders fleißigen Operngehern, die sich ohne jegliche Scheu, ohne falsche Scheu vor dem beißenden Spott Wagners gegen die Figur des Beckmesser nach dem Merker benannt hat. Also es ist ja mehr Kritik denn je im Umlauf.
Schafft man das überhaupt, das alles zu lesen? Ja, ich habe mir anerzogen, es nicht zu lesen. Also, in den 90er Jahren war das. Aber es hat Jahre gedauert. Weil erstmal, ich lese halt nur ein paar, kaufe mir nur ein paar Zeitungen. Dann kauft man sich gar keine mehr, eine. Dann irgendwann auf dem Weg zur Kantine am schwarzen Brett geht man vorbei. Geht man vielleicht doch zurück. Das hat Jahre gedauert. Oder am Handy auch jetzt. Ich bin ein sehr analoger Mensch. Da kann man Ihnen nur gratulieren. Weil so SMS wie, mein Gott, also was man dafür über dich liest, das ist ja furchtbar. Das kann Sie nicht berühren. Das kann mich eher weniger berühren. Aber ich lese Kritiken von Stücken, wo ich nicht drin bin. Ja. Um mich zu bestätigen. Ich muss meine nicht lesen. Das ist meistens sehr hanebüchen. Wirklich genial. What about you, David? It's very wise, Wolfgang. Well done. It's funny. This is a dividing line amongst singers. I enjoy reading reviews. Er liest sie gerne. Often, particularly, as you say, particularly when I'm not in them. I'm not disciplined enough to not read the ones that I am in either. If I know that they're there, I have to read them. Hat aber nicht die Disziplin, sie it nicht, took 3 years. Sie nicht zu yeah. yeah, it's hard. But also, I mean, good music journalism and music criticism can be fascinating to read and very interesting. Und guter Musikjournalismus, gute Kritik können auch etwas Wertvolles zum gesamten Opernbetrieb beitragen. I guess the issue these days is the democratization of criticism, shall we say. Yes. Anyone with a computer can be a critic now. And is a critic now. Also, und die Demokratisierung der Kritik ändert das Spielfeld. Wir haben es vorher kurz angesprochen. Jeder mit einem Computer ist heute ein Opernkritiker. Let's leave it at that. Ich verabschiede nun David Bad Philipp und Wolfgang Koch. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Georg Zeppenfeld dagegen sorgt jetzt für den musikalischen Abschluss. Sie hören ihn jetzt, er ist für mich einer der wichtigsten Wagner-Sänger unserer Zeit, wobei ohne falsche Bescheidenheit in der Besetzung dieser Meistersinger verbergen, also sind einige, die in diese Kategorie fallen. Und vielleicht hatten Sie ja Gelegenheit, ihn als Gurnemanns in unserem Parsifal zu hören. Für mich ein großes, großes Erlebnis. Auch er ist ein gefragter Sachs, aber heute hören Sie ihn mit Schubert, und zwar begleitet von Jendrik Springer, Grenzen der Menschheit. Küss ich den letzten
sich aufwärts und berührt mit dem Scheite die Sterne. Nirgends haften dann die unsichern Sohlen und mit ihm spielen Wolken und Winde. Nirgends haften dann die unsichern Sohlen und mit ihm spielen Wolken und Winde. Kette an
Meine Damen und Herren, Premiere ist heute in genau 2 Wochen. Es gibt weitere 4 Vorstellungen bis Weihnachten. Eine davon wird sogar live zeitversetzt im Fernsehen übertragen. Ich will mich jetzt erstens bedanken bei den Künstlern. Sie müssen sich vorstellen, dieser Probenprozess ist sehr intensiv. Und wir haben heute, wenn Sie so wollen, Ihren einzigen Ruhetag. Sind alle hierher gekommen. Und ich verabschiede mich zweitens natürlich mit Nietzsche. Man sieht ihn kaum noch. Kann ich mir nicht verkneifen. Zitat: Wir kennen die Massen, wir kennen das Theater. Das Beste, was darin sitzt, Theater, deutsche Jünglinge, gehörnte Siegfriede und andere Wagnerianer, Bedarf des Erhabenen, des Tiefen, des Überwältigenden. Und das andere, das auch noch darin sitzt, die Bildungskretins, die kleinen Blasierten, die ewig Weiblichen, die glücklich Verdauenden, kurz das Volk, also er hat vor Publikumsbeschimpfung nicht zurückgeschreckt, bedarf ebenfalls des Erhabenen, des Tiefen, des Überwältigenden. Das hat alles eine Logik. Wer uns umwirft, der ist stark, wer uns erhebt, der ist göttlich, wer uns Ahnen macht, der ist tief. Aber wissen Sie, all der Dreck, den Wagner am Ideologie stecken hat und all der wütende Spott, den Nietzsche und nicht nur Nietzsche über ihm ausgegossen hat, das hat nichts daran geändert, dass seit jetzt 150 Jahren ein weltweites Publikum das bis heute genauso sieht. Und das ist und bleibt bemerkenswert. Schönen Dank, dass Sie hier waren. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Danke sehr.